Die nächste Folge, zweite Folge, Songs of Six Version 66. Willkommen, willkommen. Wir siedeln langsam weiter voran. Wie gesagt, das Ganze hier mittlerweile sehr, sehr entschleunigt. Es dauert wirklich ziemlich lange, bis man hier auf einen soliden Grundstock zurückgreifen kann, was die Anzahl der Menschen betrifft. Das dauert. Das dauert lang. Aber gar kein Problem, wir haben ja Zeit. So, wir knallen erstmal wieder ein paar Menschen hier in die Fischerei rein. Wir müssen eigentlich auch relativ zeitnah schon wieder neue Häuser bauen. Wir sind nämlich jetzt schon fast an der Kapazität, das können wir mal machen. So, Mehrfamilienhäuser und... Achso, ja, ich muss darauf achten, dass es das richtige Material ist. Holz. Am liebsten würde ich es eigentlich so bauen. Boah, ich hoffe, dass das geht mit der Wand. Dass das auch so aussieht wie hier. Was ist denn da los? This job needs Holz. Ja gut, Holz haben wir aber irgendwo. Oder? Haben wir kein Holz mehr? Wir werden auch relativ schnell jetzt den ersten kleinen Holzfäller bauen. Also wirklich einen kleinen. Der muss gar nicht übertrieben sein. Der uns zumindest einen gewissen Grundstock an Holz jedes Mal liefert. Weil wir relativ schnell auch den... die Schreinerei bauen müssen für die Möbel. Denn Möbel immer noch das erste wichtige Gut für alle weiteren, ja, verarbeitenden Produktionen. Auch der Holzfäller braucht, glaube ich, Möbel. Den können wir schon ohne Möbel gar nicht bauen. Also von daher kommen wir sowieso gar nicht drum herum, den Schreiner relativ schnell zu setzen. So, ich knall mal hier die ersten Bäume noch weg. Dass wir zumindest wieder ein bisschen Holz haben. Und wenn die nächste Wohnung steht, dann hole ich mir auch die nächsten Kretonia. So, ich mache mir hier doppelte Geschwindigkeit mit 4. So, sind die fertig? Nee, da muss der Boden, glaube ich, noch gemacht werden. So, jetzt sind wir fertig. 21. 8 freie Arbeiter. Ich lass mal kurz 8. Wir gucken mal, reicht das Essen? Jo, reicht aus. Sehr gut. So, da fehlt es an Möbeln. Wunderbar, das Lagerhaus wird endlich gebaut. Da würde ich mal einen einsetzen. Und wir gehen mal auf. So, wir produzieren Fische. 4 Crates. Wir haben nur 25, aber das soll, wie gesagt, nur erstmal ein kleines Lagerhaus werden. Ich mach mal 6. Nicht übertreiben. Wir haben Fische, wir haben das. Wir gehen auf... auf Vieh, also Nutztier. Und dann können wir auch einsetzen. Mit 80, das reicht aus. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Wir werden relativ zeitnah auf Gemüse gehen. Das können wir schon mal einstellen. Und eigentlich würde ich dann auch jetzt schon mal die Möbel machen. So. Dann lassen wir... dann bauen wir kurz den Holzfäller. Ich hatte überlegt, ob ich den hier hinsetze, aber hier wird fruchtbares Land sein. Das heißt, das wäre doof. Wir setzen den ersten, wirklich einen kleinen... ach nee, ach, der Holzfäller geht ja nicht, weil wir brauchen Möbel dafür. Gut, dann müssen wir erstmal den Zimmermann setzen. So, und den knalle ich jetzt mal... Toilette muss ich auch bauen, aber auch das braucht Möbel. Dann machen wir den Holz... den Schreiner... oder den Zimmermann hier vorne hin. Der kann aber ruhig aus Lehm gebaut werden. Da habe ich jetzt kein Interesse dran, dass der direkt aus Dings gebaut wird. Was ist das für eine Scheiße? Aus Holz. So, eine kleine Mini-Werkbank. Die müsste auch in der schon fast reichen. So, wobei das können wir auch anders bauen. Das sind 28, dann machen wir es so. Und dann machen wir den Eingang nämlich hier hin und der kommt weg. Und dann sind wir fertig. So, ich weiß nicht, warum ich dahinter einen Weg gelassen habe. Der ist eigentlich sinnfrei, aber egal. Können wir durchgehen. Oder können wir irgendwas mitmachen. So, 8 freie Arbeiter, das ist gut. Wir haben auch gleich den ersten, ja, Status
Stadtstatus erreicht. Den gibt es ab 25 Einwohnern. Wir sind bei 24. Das sieht sehr gut aus, ne? Ja, Toilette. Wie gesagt, wenn die Möbelproduktion startet, dann können wir auch auf Toiletten gehen. Und dann der Holzfäller als nächstes. Dann gehen wir auf die ersten Felder. Ja, ich muss mal gucken, dass wir das Gemüse hier oben abgrabbeln. Und wenn wir die Felder haben, dann würde ich auf den Jäger wahrscheinlich gehen. Über Kleidung. So, da sind wir. Wir sind Emir. Ein Emir ist ein Auserwählter, dazu bestimmt, seine Völker zur Größe zu führen. Um künftiges Wachstum zu sichern, müssen wir nun unserem Einfallsreichtum zuwenden. Müssen wir uns nun unserem Einfallsreichtum zuwenden. Population und wir haben erstmal allgemeine Zufriedenheit. Einwanderung ist besser. Und wir kriegen die Labore. Die Laboras. Eigentlich müsste ich mir Menschen jetzt noch holen. Weil die halt die schlauesten sind. Und am effizientesten in den Laboren arbeiten. So, guck mal. Essenstechnisch sieht's noch okay aus. Aber ich... Komm, wir knallen das jetzt auf 16 hoch. Mehr geht nicht. Jetzt müssen wir in die Verbesserung gehen. Das können wir aber auch nach und nach angehen. So, das hier ist auch so eine endlose Baustelle, weil hier super viel Steine rumliegen. Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal der Zimmermann, der jetzt aufgebaut wird. Du bist am Worken. Okay, Fisch sehr gut. Über 70 Fische schon. Essenstage 7,1. Perfekt. Das bringt auch nochmal richtig Zufriedenheit. Da müssen wir sowieso nochmal gucken, wie wir es am schnellsten irgendwie hinkriegen. Dienstleistung, ja, da wird es dann schon schwierig, weil wir haben eigentlich schon alles gebaut. Bis auf die Toilette und den Markt. Aber da fehlt es, wie gesagt, an den Möbeln, die wir aber jetzt theoretisch frei haben. Ich mache mal erstmal 4 Leute rein. Jetzt brauche ich halt wieder neue Arbeiter. Und wir produzieren 2,5 Möbel. Okay, das heißt, wir können relativ schnell den Markt aufbauen. Gibt nochmal Zufriedenheit. So, wir haben noch 5 freie Arbeiter. Ich gehe aber gleich mal weiter hoch. Arbeiten die eigentlich auch im Winter? Ja, ne? Müsste eigentlich gehen. Ja, hier sind halt, wie gesagt, super viele Steine. Eigentlich müsste ich mir auch einen zweiten schon ins Lagerhaus setzen. Weil der eine Kollege, der wird hier richtig zu kämpfen haben. Ja, hier ist auch alles neu. Ich kann jetzt, glaube ich, Karren und sowas mit dazu packen. Da bin ich mir aber tatsächlich super unsicher, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, man kann die Leute jetzt auch in Überstunden zwingen. Das bringt nochmal 100% Bonus. Ja, ich könnte hier sagen, die KI soll hier Leute einstellen. Da bin ich aber immer kein Fan von. Weil ich dann nie wirklich sagen kann, wie viele Arbeiter ich habe. Das kann man später machen, wenn man viel zu viel Einwohner hat und sowieso Arbeitslose besitzt. Dann kann man das auch mit KI steuern lassen. Loyalität. Die Loyalität nimmt ab. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, die Loyalität nimmt ab. So, wir können aber schon mal das Klo setzen. Werden wir hier finden bei Gesundheit. Setzen wir es hin. Jetzt einfach mal dahinter. Muss kein großes sein. So, eine runde Latrinen. 2, 3 Waschbecken wieder in die Ecke. So, wie wir es kennen. Das Ganze bitte aus Lehm, das ist gut. Türchen rein und ab dafür. Dann hätten wir auch dieses, jenes, welches. Wir haben 6 freie Arbeiter. Ja, mit dem Klo sollte die Loyalität auch ein bisschen hochgehen. So, hier liegt nur das Getreide rum. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verarbeiten will. Eigentlich nicht. Müssen wir mal schauen. So, langsam geht's voran. In minimalen Schritten. So, ein Möbelstück noch und dann haben wir den Markt. Wunderbar, da wird der Markt aufgebaut. Wir haben noch 12 Tiere. Also ich muss mich echt ranhalten, dass wir das schnell bauen. So, Markt fertig. Nochmal einen bitte einstellen. Genau, und hier seht ihr, was der quasi alles anbietet.
Der bietet an die Möbel, die Steine, das Holz, Fische, Tiere. Tiere ist eigentlich blöd, das solltest du eigentlich nicht machen. Weil Tiere brauche ich erstmal bitte für die Farm. Genau, und hier können sich die Leute... Ist jetzt noch nicht notwendig, weil ich noch nichts quasi zugewiesen habe. Hier Access, das kennen wir ja auch. Hier kann ich, weiß ich nicht, beispielsweise sagen, wenn ich irgendwann zu viel Möbel produziere, was jetzt nicht der Fall ist. Hier holt euch Möbel ab. Oder wie gesagt, hier Holz, Steine und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, können wir den Leuten schon mal Steine zuweisen. Es braucht aber niemand Steine. Es braucht keiner. Was braucht ihr denn? Oh, wirklich wenig. Der eine Tilapia. Ah ja. Also Möbel könnte ich machen. Oh, die verbrauchen aber sehr viel Möbel und so viel produzieren wir noch nicht. Holz produziere ich noch nicht. Nee, ich kann denen noch nichts geben. So, jetzt werden hier etliche Steine aber rumliegen. Ich kann leider keine Steinstraßen bauen, sonst würde ich das direkt mal machen. Und wir gehen jetzt schon mal auf den Holzfäller. Wie gesagt, der wird nicht groß. Ich mache den jetzt einfach mal so hier hin. Mit einem Lager. Und eigentlich würde ich auch gerne Hilfsmittel schon bauen. Alter Verwalter. Oh mein Gott. Okay, das machen wir deutlich später. Das Lager würde ich trotzdem bauen. So. Können wir das schon mal angehen. Ich würde tatsächlich liebend gerne auf mehr Möbel gehen, damit das mit dem Klo schneller geht. So, ich mache hier doppelte Geschwindigkeit bei 4. Dann powern die wieder richtig durch. So, hier geht es wieder ein bisschen hoch. Genau, die wollen immer noch Toiletten haben. Ja, Extreme Temperatures, das ist erstmal egal, weil wir noch keine Felder haben. Das wird sich aber auch relativ zeitnah dann wieder, naja, nach unten regulieren. So, Alter, 5 neue Leute, geil. Ja, durch das Klo, da seht ihr mal, was so ein Klo ausmacht, ne? Ach so, und ich muss eigentlich ein Grab auch noch bauen. Ein Massengrab. Das ist bei Jenseits. Das Massengrab, ja, wir kennen's. Erstmal nur provisorisch, muss auch nicht groß sein. Aber dann haben wir das zumindest auch abgearbeitet. Das ist bei Religion, glaube ich, ne? Genau, Beerdigung 0. Ich glaube, wenn das Massengrab steht, dann müsste das erstmal auch erfüllt sein. Genau, Tempel haben sie nicht, aber Schreine. Da sind wir schon mal bei 38%. So, und jetzt müsste es eigentlich... Zählt das gar nicht? Okay, das ist ärgerlich. Occupation? Ist das hier mit dabei? Nee. Angestrebtes Rentenalter, das müssen wir mal gucken. So, wir holen uns direkt nochmal 5 neue. Warte mal, wir haben Wohnungen für 2, 4, 6, 8, für 40. Oh, wir sind genau bei 40. Oh, und wir sind Amaria. Das heißt, Import-Export geht. Und Einwanderung geht nochmal nach oben. Gut, das heißt, wir bauen erstmal neue Wohnungen. Kann ich die gleich... Jo, die kann ich gleich auf richtig hochpowern. Aber bitte, wenn dann wieder aus Holz. So, machen wir gleich nochmal ein paar neue Wohnungen. Zufriedenheit, Kretonia, ultra gut. Also da werden wir jetzt ein paar mehr haben. Frage ist... Oh nein. Wir, das Volk von Blastenstan, begrüßen unseren Kretonier-Nachbarn und bieten dieses kleine Geschenk als Zeichen unseres guten Willens. 1888 Denari. 880 Denari. Und wir bekommen 2000 Steine. Okay, wenn ich es ablehne... kriege ich einen Malus von 0,1 auf die Beziehung. Und wenn ich es annehme, auf einen Malus von 0,2. Okay. Ja, ich akzeptiere es einfach mal, weil ich das Geld will. Ach so, und wir können ja mal kurz gucken. Kann ich mit denen Handel eingehen? Das ist Quatsch. Und zwar ist das Handelsmenü jetzt... hier. Mein Freund. Diplomatie Trade. Was wollt ihr dafür haben? Ihr hättet gerne 26 Fische, 15 Gemüse. Alter. Das nehme ich an. Wie funktioniert das? Nein, ich will nicht feilschen. Ich hätte akzepten sollen, wa? Okay.
Okay, also das hätten sie gerne. Sie hätten gern ihr Geld wieder. Ein bisschen Fisch, Gemüse. Ja, das akzeptiere ich aber trotzdem. So, das heißt, wir haben jetzt ein Handelsabkommen mit den Kollegen da drüben. Also mit unserem Herrscher quasi. Nicht Herrscher, sondern mit unserem, naja, Beschützer. Wir sind ja, glaube ich, immer noch Vasall am Anfang von den Leuten. So, wir haben kein Holz mehr. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen Bäume fällen. Ich knall mal hier die Ecke schon mal weg. Weil das werden wir alles nicht brauchen. Ah, der Holzfäller steht. Perfekt. Ich mache aber erstmal bitte nur 5 Holzfäller rein. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Vielleicht mal auch 10 Holz oder 8 Holzfäller. So, wir haben eine Produktion von plus 16. Wir verbrauchen 8,8. Okay, das heißt, wir können hier auch nochmal mehr Möbel machen. Genau, das brauchen wir ganz dringend für das. Wir brauchen mehr Wohnungen. Essenstechnisch immer noch Bombe. Oh, wir machen aber Minus. Okay, das heißt, wir müssen jetzt relativ zeitnah auf die erste Farm gehen. Und die würde ich wahrscheinlich hier oben hinsetzen. Ich scheiß mal ein bisschen auf das Wasser. Das werden wir mal abgrabbeln. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gleich, die erste Farm. Fruchtbarkeit 97, Gemüse 113. Ich mach mal die Ecke weg. 100 Gemüse. Ich hoffe, das kriegen wir oben raus. Das geht auch nochmal weg. Jo, dann machen wir es so. Okay, da kriegen wir auf jeden Fall jetzt unser Holzvorrat ein bisschen aufgestockt. Unseren Holzvorrat aufgestockt. So, Wohnung, so Gott will, haben wir jetzt keine Obdachlosen mehr. Obwohl hier immer noch eine 8 angezeigt wird, was nicht stimmt. So, erfrieren wird keiner. Was ist denn das eigentlich? Achso, wir haben 12 Gebäude errichtet. Okay. Da kommt das Holz rein. Im Massengrab liegt noch keiner, außer ein paar Steine. Zufriedenheit geht schon wieder runter. Warum? Sie hätten gern Sitzbänke. Okay, das sollen wir ihnen... Das sollen sie bekommen. Bei Dekoration... Dekoration müssen wir eigentlich sowieso schon mal setzen. Ich setze mal hier... Oder ich setze mal hier... Sitzbänke hin. Dann hauen wir gleich ein paar Blumenbeete mit rein. Tja, jetzt ist die Frage, wie ich es baue. Ich würde aber vielleicht hier Blumenbeete hinmachen und hier vielleicht noch... Baum. So, dann haben wir hier vorne eine Ecke, wo schon mal gleich Dekoration steht. Ja, wie gesagt, Essen wird jetzt nach unten gehen. Wir brauchen ganz dringend die Entelodontenzucht jetzt. Damit wir noch mehr Essen generieren. Damit wir... Wir haben noch 5 Tage Essen. Wir kriegen ja auch wieder ein bisschen Gemüse, wobei das Gemüse eigentlich eher für die Farm gedacht ist. Mal gucken. Und den Jäger müssen wir eigentlich auch nochmal bauen. Wie gesagt, der ist jetzt deutlich, deutlich effizienter als noch in den letzten Versionen. Ich setze den mal so ein bisschen aufs freie Feld. Ich setze den mal hier vorne mit ran. Ich setze es mal anders. So, da sparen wir uns nämlich das. Genau, der Metzgertisch. So. Bitte so. Ja, weil anders kann ich es eh nicht bauen. Dann können wir 6 Jäger einstellen. Dann gibt es hier noch ein bisschen Effizienz. Oder machen wir jetzt schon Effizienz? Scheiß drauf, wir bauen erstmal nur das Ding. Mit 29 Möbeln. So, 8 freie Arbeiter. Jo, sehr gut. Jawohl, wunderbar. Entelodontenzucht steht. Tiere rein. Bis zu 35 können wir züchten. Das ist sehr gut.
Und jetzt sollte theoretisch das mit dem Essen wieder passen, oder? Ah, ganz knapp nicht. Schade. Ärgerlich. Okay, aber müssen wir leider erstmal durch. Ihr produziert nur Fleisch, ne? Genau. Okay, das heißt, der Jäger ist tatsächlich jetzt eigentlich der Wichtigste. Da hinten wird weiter weggerissen. Okay, da haben wir richtig viel zu tun noch. Eigentlich bin ich auch eher dafür, dass hier unten was gebaut wird. Ich hole mir doch mal trotzdem neue Menschen. Weil ich einfach jetzt Arbeiter brauche. Oh, guck mal, ein Tilapia können wir uns holen. Cool. Noch einen? Nee. Tja, ich bin fast dafür, zu überlegen, ob wir die nächste Fischerei bauen. Wobei hier unten, wir haben ja jetzt super beschissene Anbindung. Das hier wäre gut. Da muss ich halt nur gucken, dass wir irgendwie das angebunden bekommen alles. Das hier könnte jetzt eng werden. Naja, es geht sogar noch. Cool. Kriege ich das auch noch? Okay, das würde sogar auch noch mit reingehen. Das heißt, wir setzen hier vorne so eine kleine Ecke, wo wir auch nochmal ein Lager setzen. Das Hilfsmittel können wir eigentlich auch machen. Aber das muss sogar schon mal ein bisschen größer sein. So, dann haben wir hier vorne gleich die zweite Fischerei. Oh, sehr gut. Der Jäger wird gebaut. Ah, scheiß Mücke. Gieß mir da wieder auf den Sack die Nacht. So, wunderbar. Der Jäger steht. Was? Nein, nein, nein. Ach, eine Ecke fehlt hinten. Nein, baut ihr eine Ecke? Alter Bruder. Leute. Baut doch die eine Ecke da hinten noch fertig. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ach, danke. Danke, danke. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 7,5 Fleisch nochmal. Und jetzt kriegen wir auch wieder genug Essen. Habe ich Fleisch? Oh, ich habe Fleisch gar nicht eingestellt. Das ist blöd. Dann gehen wir mal so und dann gehen wir hier auf Fleisch. So, das heißt, jetzt sollten wir wieder mehr Essen produzieren. Ja, ihr seht also, der Jäger, der ist jetzt halt super, super effizient wieder. Also, was heißt wieder? Endlich mal. Er war es nie wirklich, aber jetzt ist er's. Da werden irgendwelche Tiere geschlachtet. Ich weiß nicht, wo die Tiere herkommen. Aber es geht auf jeden Fall mit dem Fischer jetzt deutlich besser voran. Mit dem Fischer, mit dem Jäger, sorry. Fischer auch. So, der wäre halt auch nochmal super wichtig, weil dann kann ich nochmal richtig in Bevölkerung investieren. Aber die grundlegenden Sachen haben wir erstmal alle, sodass wir jetzt tatsächlich wieder auffüllen können. Das nächste, was ich unbedingt bauen müsste, ist eigentlich ein neues Lagerhaus. Und ich würde gleich von vornherein vielleicht so eine Import-Export-Ecke machen. Wo wir das Ganze auch dann immer hinschaffen. So. 52, jetzt haben wir wieder 6 freie Arbeiter, wunderbar. 55 Möbel. Das heißt, wir könnten eigentlich auch ganz kurz die Effizienz verbessern, oder? Ja, okay, bei dir vielleicht nicht unbedingt. Weil du bist halt wirklich kacke. Aber das hier würde ich gern verbessern. Oh Gott, Entschuldigung. 13, 17. Da sind wir schon mal bei einer 83. Das sind 3%. Was brauche ich denn noch? 7%. Das geht nicht. Das würde gehen. 96%. 100%. Dann machen wir es so, für 32 Möbel. Das machen wir nochmal. Das dürfte relativ schnell... Ja, guck mal, schnell aufgebaut und dann sind wir schon bei der 14. Oh ja, das lohnt sich. Und guckt mal, jetzt machen wir wieder richtig Essen. Das heißt, ich muss eigentlich auch gucken, dass ich schnell hier das Ding verbessere. Auch nochmal um 50% Boost. Dafür brauchen wir aber Stoffe. Dafür brauchen wir einen Weber und den werden wir nicht haben.
Also, den werden wir nicht haben, den haben wir nicht. Da brauche ich gar nicht drum herum reden. So, sehr schön. Also, essenstechnisch sollten wir jetzt wieder durch sein und erstmal wieder für etwas längere Zeit auf der sicheren Seite sein.